Aufnahme in 3, 2, 1, jetzt. Moin Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Gun Home zusammen mit dem Little Brownie. Das, wie gesagt, kürzlich ausgelernt, das war Spitzname. Und ganz spontan. Noch von der letzten Folge mit dem Geheimdokument des Ottos, oder wie er hieß? Oscar, genau. Otto. Ein Fernseher. Was ist von der Lieblingskassette? Redet denn hier? Genau. Achso, das Ganze. Das ist ein Partymogel, yeah! Braucht keine Nachrichten. Kein Receiver oder DVD-Player. Keine Kassetten hier. Freunde gewinnen trotz Schüchternheit. Sam dachte, das könnte vielleicht helfen. Dad. Okay. Also, ich schätze mal, die Sam. When at that first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them, and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk, but sometimes I see her in this, like, army uniform. She's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Until I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Ich dachte, man könnte den Kamin anzünden, leider nicht. Nee. Das scheint jetzt schon eine Rolle gefunden zu haben. Terrence Greenbrier. Achso, annehmen, okay. Auf jeden Fall, Moment mal. Wollen wir lesen, das passt nicht zur Spielatmosphäre, sorry. Nee. Ich bin auch nicht wirklich ein Hardrock-Fan. Nicht. Uni. Ah, erstmal musst du Dokument kümmern. Hi Terry, Anbei einer Pionier CLDD 703. Entschuldigung. Einheit mit Verbindungen und Kabeln, wir brauchen einen halbseitigen Test für die Oktoberausgabe. Oktober. Damit hast du circa 2 Wochen Zeit bis Redaktionsschluss. Standardzeug wie dein Test zum CLDD 502. Es ist ein Kombi-Abspieler. Also. Das sind blöde Wörter, ey. Also prüfe die CD-Funktion mit ein paar Disk und auch die Laserdisc-Funktion. Und die wollen. Und die wollen, dass wir auch den Signal zu Rauschabstand abhandeln und Toslink, ja, ist. So Fremdwörter. Zeug für die Luxusverkäufer. Freue mich auf deine Einschätzung, genieße das Gerät, Dave. Wer ist Dave? Dave. Kann man die anzünden? Ja, kannst du noch schmeißen. Es würde Sinn ergeben, aber das Spiel lässt mich nicht. So, jammer erstmal alles. Ist überall Strom. Oh, Robert. Hallo. Mensch, für die Geschichte. Der Himmel am Rand der Welt. Samantha Greenbrier, 2. Klasse. Handlung der Schildkröten. Das Schildkrötenvolk. Teller. Putzig. Captain Allegra schaut aus. Allegra. Schaut auf den Ozean. Er ging ins Unendliche. Oder zumindest schien es so. Eines Tages würde sie den Rand finden und von da aus ins Paradies gelangen. Plötzlich hörte sie Kanonen donnern. Wumms, es war das schwarze Piratenschiff. Sie schrie, ich dachte, wir hätten sie an der Pferdeinsel abgehängt. Der erste Offizier sagte, scheinbar haben wir uns zu früh gefreut. Das schwarze Schiff kam früher, über die Seite näher. Captain Black höchstpersönlich kam an das Deck des schwarzen Schiffs. Er rief zu Captain Allegra, du wirst nie den Rand finden. Achso, Rand finden. Es gibt kein Paradies und dein Vater war ein Lügner. Captain Allegra schrie zurück. Warum verfolgst du uns dann noch immer, Dummkopf? Der erste Offizier rief darauf hin. Wir werden dich aufhalten, Captain Black. Wir werden den Rand der Welt finden und du wirst erkennen, dass ihr Vater kein Lügner war. Das Gefecht ging weiter, bis Captain Allegras entkommen konnte. Nun nach Westen, sagte sie. Und das Schiff segelte in Richtung Sonnenuntergang. Oh. Das war immer nicht die Kinder. Scheint auch eine Geschichte zu schreiben, finde ich. Schön. Sehr spannend. So. Du musst jetzt mal auf so einen Namen kommen, Allegra. Allegra. Ich habe doch nichts, was wir kurz trinken. Gott, gut. So, ein Windelgutschein. Was haben wir hier? Store, 25 Cent Gutschein. Und sogar
Ganz schön viele. Ja, kann man sich schon was holen. Was? Pamphlet? Pamphlet? Nee, was? Ach so, was in der Zeitung. Gott. Landwirtschaftsministerium der USA, USB-Handbuch der nationalen... Meine ich doch. Was habe ich gesagt? USB. Ist wieder. Entschuldigung. US-Handbuch der nationalen Forstwissenschaft, Brandverordnungen. Brandverordnungen und Vorsichtsmaßnahmen für die Nordwestregion. USB. Stimmt, wir haben jetzt noch Zettel. Pacific Northwest Conservation Department. Ich kann aber die holen. Noch mehr so eine Gutscheine. Überall Taschentücher, leere Taschentücherboxen. Oh, nee, sind keine Gutscheine, oder? Ja. Nimm Bündel. Da. Gutscheine, doch, Bündel Gutscheine. Ist das eine Batterie? Nee, Lippenstift. Komm, wir schmieren uns die Lippen. Brauch ich nicht. Vor den Matschrank schmissen. Spielwürfel. Komm, wir spielen, wie ist das? Genau. Ich ärgere dich nicht? Ja, ich meine, es ist eigentlich ein anderes, aber egal. Katie, bitte sag Mom und Dad, dass es mir leid tut wegen dem Zeug, das fehlt. Sam. Was für Zeug? Und wo ist die? Frag ich mich auch. Achso. Textmarker. Ich nehme grün. Wir behalten jetzt den grün. Mit dem Bewaffner. Du tun wir als Bewaffnen. Falls irgendwas Böses kommt. Okay. Noch eine Notiz. Hi Lonnie, wenn du immer noch heute Nachmittag in mein Haus kommen willst, wäre das cool. Ich kann dich fahren. Es ist etwas weit ab vom Schluss, aber ich kann dich auch heimfahren. Also geht das hoffentlich in Ordnung. Schreib zurück und stecke das in meinen Spind, wenn du immer noch willst. Und wir können uns nach der 6. im Parkhaus treffen. Das Stück war jetzt gut. Der war wirklich gut. Samantha, yeah, ich bin sowas von dabei. Seh dich an, dann werde ich dir sowas von den Hintern treten. Mach dich bereit. Du. Mach mal kurz den Text. Mit Zeichnungen. Achso, hier mit Kamehameha. Kamehameha. Wer ist Loni? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht die Freundin. So you know what they say about the best light plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a term, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. Oh. She's coming over tomorrow. Okay. Es scheint bestimmt die Punk-Freundin da zu sein. Katie, bitte, was immer du gefunden hast, erzähl's nicht Mom und Dad, der Dachboden. Also müssen wir auf den Dachboden. Komm, wir gehen auf den Dachboden. Ich hasse Dachböden und Keller. Das ist richtig. Waren wir schon drin, nicht wahr? Nee. Das ist einfach so vorbei, ey. Schäm dich. Entschuldigung. Haben wir noch ein bisschen Licht? Ein bisschen Licht? Ja, haben sie von beim ersten Dings gesagt, da das Licht manchmal spinnt. Stimmt. Die haben seltsame, ja, abstrakte Bilder haben sie. Dave Boombeck. Der Quatsch. So, schauen wir mal. Lehrbuch. Weltgeschichte. World History. Oh Gott. Du bist dran. Achso, okay. Reproduktionssystem, Arbeitsplatz 6. Name ist Samantha Greenbrier, Datum 9.94. Da war ich schon ein Jahr, nee, 0 Jahre alt, 1. Egal. Aufgabe, unten stehen zwei Geschichten. Die Ereignisse sind alle durcheinander. Nimm ein Blatt Papier, wähle eine der beiden Geschichten und schreibe sie neu. Beginn mit dem Titel und Name. Finde einen Satz zum Beginn, sortiere die Sätze chronologisch, stelle sicher, dass der letzte Satz einen guten Abschluss darstellt. Der Menstruationszyklus, sie wandert durch den Eileiter, der Eierstock entlässt die Eizelle. Nach ca. 2 Wochen wird die Auskeilung des Uterus über die Vagina ausgeschieden, da diese nicht mehr benötigt wird. Lesen wir hier gerade etwas zum Geburt oder was? Ich glaube, das ist Bio. Es ist erstaunlich, wie sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Schwangerschaft. Wenn das Ei nicht auf den Spermium trifft, löst es sich auf. Während sich die Eizelle entwickelt, wird die Auskleidung des Uterus dick und weich. Eine weitere Eizelle fängt an, sich einem der Eileiter zu entwickeln und der Prozess beginnt erneut. Eine Eizelle beginnt sich zu entwickeln. Der Menstruationszyklus.
Menstruationszyklus eine Novelle. Mhm. Novelle. Der Morgen des 1. September 1939. Essa Klatz starrt aus dem Zugfenster, als sie von Wien in ihr Heimatdorf Wailun in Polen reist. Die Sonne geht über der Landschaft auf und sie denkt nur an ihren geliebten Borislav. So haben sie den Namen. Schön. Ihren Verlobten. Gerade beginnt in ihrem Inneren eine Entwicklung einer Eizelle. Essas Zug nähert sich dem Ziel, ihr Herz rast. Die Auskleidung des Uterus wird dick und weich. Hat diese Geschichte darüber geschrieben, ja, oder wie? Okay, sehr kreatives Mädchen. Als Essa aus dem Zug tritt, überfliegt ihr Auge rasch die Menschenmenge. Dort, ihr lieber Boris. Ich dachte Borislav. Egal. Spitzname. Ja, ich hab was im Auge. Entschuldigung. Immer noch in seinem Bäckerkittel. Er muss früh morgens im Laden seines Vaters alles stehen gelassen haben, und sich, um sie zu treffen. Ihr Herz springt. Der Eierstock entlässt eine Eizelle. Sie wandert durch den Eileiter. Ich könnte so eine Geschichte nicht schreiben. Über dem Keuchen der Dampfmaschine wächst ein Brummen heran. Vom Himmel her. Schatten huschen über die Bahnstation. Ein pfeifender Ton. Essa, ihre Gedanken nur ein wenig schneller als die Bomben. Was? Bomben? Streckt sich nach ihrem Boris in der Menschenmenge. Ihre Blicke treffen sich in... Der Moment steht still. Blitz und Rauch hüllen ihn fast gänzlich ein. Beim Angriff der deutschen Truppen werden fast 75% der Menschen in ihrer Heimatstadt getötet. Der Rest, inklusive Essa und eine Zeit lang Borislav, verstecken sich in einer halb zerstörten Kirche. Er ist blind, seine Beine fehlen, er ist mit zerrissenem Bettlaken bandagiert. Essas Eizelle wird kein Spermium treffen, sie löst sich auf. Ungefähr 2 Wochen später tritt Boris aus dem Leben. Essa hatte ihre Ration geopfert, um Boris am Leben zu halten, aber auch letztlich konnte ihm nicht helfen. Da diese nicht mehr für ihre Schwangerschaft benötigt wird, wird die Auskleidung des Uterus über die Vagina ausgeschieden. Essa schwört sich zu überleben. Sie schließt den polnischen Widerstand an und wird eine wagemutige Spionin und Saboteurin. Eine weitere Eizelle fängt an, sich in dem Eileiter zu entwickeln, und der Prozess beginnt erneut. Es ist erstaunlich, wie der weibliche Körper weiß, wie man sich für eine Schwangerschaft vorbereiten muss. Komm nach dem Unterricht zu mir. Sagt wer? Ja, das habe ich auch gefragt. Sehr interessante Geschichte. Ja, also hat eine ausgeprägte Fantasie. Bio mit gleich mal mit Geschichte verbunden, warum? Ja, komm. Ich denke immer, ich würde ja nochmal raus, wenn der Blitz kommt, ey. Ja, ich ist man so gewohnt aus so einem Horror-Genre spielen. Ja, eben. Schnapsglas, jo. Ja. Was haben wir denn hier schön? Brief. Vom Schreibtisch Donald Trips Verleger Mercury Books Inc. 8. März 1976 an Mr. Terence Greenbrier, unser Vater. Mhm. Ich schreibe, um Sie darüber zu unterrichten, dass Mercury Books... Was? Jetzt fehlt einfach mal der Text. Hallo? Ja. Jetzt, wo ich gerade so gut lesen konnte. Das war jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Dateifehler, sorry. Na gut, deine Zuschauer können ja Pause machen. Könntest du das durchlesen? Richtig. Ihr habt ja noch die Möglichkeit, ihr nicht. Klar. Einfach mal angucken und dann selber Pause machen. Gibt's hier nicht? Ein bisschen zu. Dicke. Es scheint niemand die Bücher haben zu wollen, oder? Jetzt irgendwie, fehlt irgendwie bei allen Text. Was soll denn das jetzt hier? Samantha, please give this to your mother. Ja. Ach so, hey. Loni. Thank you for having Danny over to your new home. He has missed having Samantha in the midnight very much. Danny asked if you could bring Samantha and Samantha street lighting tape. Das kann ich nicht lesen. Irgendwas bei my permission. Street fighting tape and they gave my permission. 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 Mm-hmm. He needs to spend less time with those games anyway. Now, Harry... Was ist die für eine Schrift, Alter? Let Samantha know that she is welcome back to our house, oder? For us to visit anytime. Lynn, really? Yes. Some of the noise has been excused, like not seeing him anymore.
Mann, die Nintendo. Ich rufe ihn mal an. Ich will ihn Nintendo spielen. Das können wir mal schon machen, den Anruf. Und dann gucken, dass ich den nicht im Raum finde. So, oh. Nach vorne irgendwo. Glaubst du wirklich, dass es funktioniert, das Telefon? Keine Ahnung, mal versuchen kann man es so machen. Hm. Robert. Da sind zwei Hände in der Person. Ah. Ach, ich hab mir eine Karte. Also, warte mal. Der Keller ist zu. Hm. Hoch können wir dann auch noch in die Treppe? Oder willst du erstmal die andere Seite dann machen? Erstmal die andere Seite mal gucken. Das funktioniert sehr gut. Ja. Perfekt, können wir es probieren. Ne, geht nicht. Hilfe! Ja. An der Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute, weil es gerade irgendwie mit dem Text ein bisschen seltsam wird. Da muss ich nochmal was in den Dateien nachschauen, warum jetzt auf einmal die Synchro aufhört. Einfach mal, wenn wir mal gucken, irgendeinen Text, den wir hier nochmal haben, am besten das Fax, ob das jetzt noch funktioniert. Ja, also die Texte sind irgendwie komisch, muss ich nochmal mir anschauen, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der Folge 3. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ich werde nie abgebaut. Ja, was soll ich denn hier sagen? Jedes Mal, wenn mich irgendjemand sieht, dann geht die Jagerei los. Kriegt da schon voll Angst. Ich höre da schon wieder Abbaugeräusche. Hörst du die auch? Oh mein Gott, nein, nein, ja, ich will nicht. Was, Junge?